Das erste Finale ist gespielt im Rothausbezirkspital des Fußballbezirkes Freiburg. Standen sich gegenüber die SG Au-Wittnau und der Ligakonkurrent, die Spielvereinigung Neuenburgingen Seefelden. Und bei mir nun die Spielführerin Janika Wehrle und die, ich glaube, 3 oder 4 Tore geschossen. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube 3 oder 4. Janika, ne, Luisa Kaiser. Ja. So, das Double ist vollbracht. Meisterschaft und Pokalsieg, genau wie 2014. Gibt es noch eine Steigerung bei euch? Naja, jetzt wird es erstmal schwer. Nächste Saison haben wir ganz schön zu knabbern, aber ich glaube, wir sind alle heiß drauf und da reden wir nicht von Steigerung. Das wird einfach eine ganz neue Saison und alle sind mit größter Leidenschaft am Start, glaube ich. Was ist jetzt das Erfolgsrezept bei der SG Au-Wittnau? Ich denke einfach der Teamgeist, dann die Taktik, die der Trainer uns mit auf den Weg gibt und einfach unsere Spielweise, wie wir spielen. Okay. Haben wir ein bisschen Mitleid gehabt, Buching war das torreichste Endspiel im Bezirkspokal, 11:3, aber wenn man halt Fußball spielt, möchte man auch Tore schießen, oder? Ja, also ich glaube, so hat das keiner erwartet. Ich meine, klingt jetzt blöd, aber oder klingt nicht blöd, wir sind trotzdem sehr ärgerlich über die Gegentore, die waren unnötig. Dass wir so viele Tore schießen, hätte keiner gedacht. Buching ist trotzdem eine starke Mannschaft, die können auch richtig gut Fußball spielen. War geil, dass es so hoch rausgegangen ist. Und auch eine schöne Kulisse. Letztes Mal war es ein bisschen höher, aber macht doch Spaß, wenn man ein Spiel hat. Im VfL-Fußball ist nicht gerade so üblich, 650 Zuschauer. Da ist eine besondere Motivation nochmal, oder? Auf jeden Fall, ja. Wir sind auch mit 2 Fanbussen gekommen. Wir wurden gut unterstützt und wir hoffen natürlich, dass es bei der nächsten Saison bei den Landesligaspielen auch so ist. Ein dreifaches Dribbel wird es nicht geben bei euch. Ihr dürft nächstes Jahr nicht mitmachen im Bezirkspokal. Das ist ein bisschen schade. Landesliga, hartes Kaliber für euch dann? Ja, ich denke schon. Also wir hatten ja jetzt im Verbandspokal schon 2 Landesligisten. Waren richtig geile Spiele. Natürlich wird es hart. Ist immer so, wenn man hochkommt. Wir werden unser Bestes geben und werden auch versuchen, so schnell nicht wieder runterzukommen. Und was ist noch Gebote bei euch im Hexental? Richtige Feier, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir feiern noch den Sonntag mit, die Meisterschaft. Und dann wird es, denke ich, heute ein bisschen später, aber das macht nichts. Okay, so, das wäre es gewesen. Erstes Finale jetzt in 2015. SG Au-Wittnau gegen die Spielvereinigung 09 Buching Seefelden. Ein langer Name, 11:3, torreiches Spiel. Ich danke euch für das Interview. Danke auch. Und in der Landesliga wünsche ich alles Gute. Dankeschön. Tschüss.